Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Ja, ich hatte zwei, drei Tage Pause, drei eher gesagt. Gestern Abend wollte ich eigentlich noch spielen, aber da bin ich nicht zugekommen. Deswegen wird dieses Video noch einen Tag später, nämlich erst am Sonntag, hochgeladen. Ugh, was für eine brüllende Hitze. Aber ich versuche ein paar Videos zu machen. So ein Stündchen werde ich bestimmt Zeit haben. Vielleicht auch zwei, mal schauen. Amazone voraus. Und ja, wo waren dran gewesen? Wir wollten diese Hexenbäume aussuchen und mir wurde mitgeteilt als Kommentar, dass die nicht jetzt auf Zeit laufen, sondern wenn ich mich denen nähere, werden die erst angegriffen. Deswegen boosten wir uns gerade nochmal hier. Genau, damit. Und damit einmal. Und Sturm. Also hätte ich genügend Zeit, das irgendwann zu machen, aber ich würde sagen, wir machen es jetzt. Haben wir es hinter uns. Genau. Und am besten direkt da hinten den Bandstrahler, der mit der Axt da rumhämmern ist. Obwohl, du stürmst einfach nach vorne, würde ich sagen. Ja, stürm mal da drauf. Na klar. Dich lassen wir da. Ja, das sehe ich schlecht, ne? Das ist doof. Wieso kann ich den hier so schlecht erkennen? Zu weit weg. Doch, da ist er. So, den bitteschön. Und zwar mit einer 3. Dasselbe Spielchen. Auf den. Mit noch einer 3. Und damit sollte er schon down sein. Und wir nehmen den mal auch mit einer 3. Los geht's. Schauen wir mal, was passiert. Der sollte jetzt gleich fallen. Moment mal, du bist gar nicht im Verteidigungsmodus? Doch, defensiver Kampfstil. Ah, das heißt nur, die greifen direkt den nächsten an, ne? Genau. Dann würde ich sagen, machst du mal einen Befreiungsschlag, damit du jeden hier triffst. Zum Angriff! Die Zauber sollen endlich mal enden. Warum? Okay, wir haben den gar nicht erwischt, sondern den dahinter. Da falsch angeklickt. Ich hoffe nicht. Schauen wir mal, was die zwei Zauber jetzt ausrichten. Ah, sie treffen den richtigen. Sehr gut. Okay. Dann geh mal auf den dick gepanzerten. Mandaya Ioi Banda Furax. Oh, gescheitert! Echt, die haben den kaputt gemacht? Wo war denn der, der noch gehauen hat? Okay, das stört mich jetzt. Das machen wir dann nochmal. Spiel fortsetzen, das wird das sein vom Montag, ne? Ich hoffe. Ja, ja, das kommt hin. Ja, das wäre dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja, 4 Tage Pause. Yay. Okay, Jungs. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, es kann sein, dass der jetzt schon angehämmert wurde. Das ist aber ärgerlich. Alle mal hergehört. Der nimmt jetzt schon Schaden. Wir sind schon zu nah dran. Das ist mies. Ich nehm die Sache in die Hand. Komm, alle mit. Aber eigentlich schlägt doch nur einer drauf. Das ist ja doof gemacht. Ist doch nur der eine da hinten mit der Axt. Den wir aber auch getötet haben. Darum. Das ist vielleicht irgendwie so programmiert. Oder ist dahinter noch einer, den ich nicht sehe? Ah, da hinten ist noch einer. Okay. Dann alle erstmal auf den drauf. So, der da hinten. Ah, ne. So, da drauf. Ja, den sehe ich dann nicht mehr. Ne, komm. Dann alle da drauf. Nehmen wir auch Schaden vom Hexenbaum, wenn wir zu nah dran sind? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Folgt mir. So, du tötest den. Du tötest auch den. So. Du bist total weit weg. Du geh erstmal näher ran. So, ne, noch näher. Oh Gott. Stell mal näher. Sowieso näher ran.
Ja, also man kann es echt schlecht erkennen. Kann ich da irgendwie... Ja, selbst wenn ich es so mache. Ich glaube, das ist der. Nee, der kann es nicht sein. Die haben alle 30, die Bäume angreifen. Geh mal da rüber. Sieht ja hier gar nichts. So. Ah, durch den Wirbel ist das nicht richtig erkennbar. Toll. Wer schlägt hier? Nö, du nicht. Du vielleicht. Puh, keine Ahnung. Okay, hau mal drauf. Also es läuft wieder nicht gut. Gefällt mir nicht. Los, hau mal rum. Okay. Das bin ich. So. Wer braucht denn hier noch Schaden? Der ist fast tot. Der haut aber nicht drauf. Also nehmen wir den da. Das soll es eigentlich sein, weil Thanes haut hier auch drauf. Dann machst du mal auf den. Gute Entscheidung. Okay. Verwundet. Aber das juckt uns jetzt eher weniger. Der da haut auf uns drauf, ne? Frage ist, ob der hier auch mit da drauf haut. Nehmen wir besser den hier. Zauber nochmal, wie viel hast du? 14, ja, immerhin. 14 Schaden wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Du kannst nochmal einen Rundumschlag machen. Und... Ah, der ist gerade gefallen. Sehr gut. Dann kannst du auf den mit drauf schießen. Und du darfst auf den hier nochmal einen Zauber machen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ah, die hält auf jeden Fall wacker stand. Machen wir nochmal Pause. Das sollte so gehen. Dann machst du eine Finte. Okay. Nur noch zwei übrig. Du darfst auf den dick gepanzerten hier hinten drauf. Und du auch nochmal. Und der Baum hat überlebt. Genauso wollten wir das doch haben. Also der sollte ja jetzt nichts mehr aushalten. Wir können ja nochmal hier eine Spezialattacke machen. Und tschüss. Yay! Zweiten Hexenbaum gerettet. Wer war der Heiler nochmal? Du warst das, glaube ich. Alle mal hergehört. In der Zeit darfst du alles einsammeln. Da entlang. So, die Sicht muss weiter nach hinten jetzt. Ne? Schritt für Schritt. Sind wir so richtig? Ja, so die Stufe war das, glaube ich. Die ist besser, übersichtlicher. Da sind wir eins zu hoch. Naja, wir sind eins hoch. Den mittleren, den nehmen wir. Das können wir alles verschärfen, wenn wir mal hier einen Händler finden. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay, ihr bufft euch erstmal. Aldrasora. Amazone voraus. Wo müssen wir jetzt hin? Saphira, da, der Hexenbaum, zu dem wollen wir. Da kommen wir automatisch an Saphira vorbei. Vielleicht machen wir das auf einen Weg mit. Oh, ich würde sagen schon. Na, falsche Taste. Frage ist, ob hier hinten in der Ecke noch was ist. Ja, seltsam aus, diese Höhle. Okay, hier ist eine richtige Höhle. Sollen wir die Höhle erforschen? Da das nicht auf Zeit angeblich geht, habe ich ja mit dem Hexenbaum noch genügend Zeit. So, wir sollten mal quicksaven, bevor wir das gleich neu machen müssen, weil irgendwas schief geht.
Okay, hier ist ein geheimnisvoller See. Oder ist es ein Fluss wohl her? Am großen Fluss. Tja, es scheint aber vollkommen umsonst sein, hier hinzurennen. Hier ist nämlich nichts. Oder ist hier was in den Gebüschen? Nö, hier ist tote Hose. Grrr, umsonst, oder? Obwohl, vielleicht wäre ich vorher hier nicht hochgekommen von einer anderen Stelle. Denn jetzt hier? Es ist dasselbe. Wir sind eben einfach hier runtergegangen. Jetzt kommen wir hier lang, oder? Hexentanzplatz. Okay. Vielleicht muss ich hier auch noch gar nicht hin. Nichts abzustauben. Schade. Bin ich jetzt zu nah da dran und der nimmt da unten schon Schaden? Das wäre jetzt richtig kacke. Das wäre jetzt total doof. Dann müssten wir neu laden. Was haben wir hier? Eitriger Krötenschimmel, jo. Den haben wir aber, glaube ich, auch schon. Ist ja eine besondere Pflanze, die wir noch nicht kennen. Nö. Jede Menge Krötenschimmel. Huh, was ist das denn? Hexenmonument. Doch, wir konnten hier gerade was machen, oder? Oder auch nicht. Ein großes Lagerfeuer. Ich vermute, dass wir hier für irgendeine Quest hin müssen. Da, jetzt können wir hier was machen. Oder auch nicht. Wir müssen da vielleicht irgendwas reinlegen. Also den ganzen Weg wieder zurückrennen. Wirk. Da um die Ecke, genau. Aber wenigstens wissen wir, wenn wir irgendwas haben dafür, wo wir dann schon hin müssen. Ich erwarte eigentlich nur jeden Moment, dass hier die Meldung kommt, Hexenbäume-Quest nicht bestanden, weil da unten der Baum kaputt ging. Ja, das ist schade, dass wir mit dem extra Latus uns hier nicht irgendwie beschleunigen können. Da würde ich ihn die ganze Zeit reinpfeffern und hier lang rennen. Aber der hält ja sowieso nur Sekunden. So, da hinten sind die. Dann wollen wir mal. Dezeption. Yandra Aikara. Ups, nicht der. Und da nochmal. Das bin ich. Gute Entscheidung. Quicksafen wir nochmal. Ach, das ist ein ganz anderer. Halt, der rennt weg. Wer bist du denn? Zum Angriff. Ja, volle Pulle. Können wir den irgendwie aufhalten?
Shit, die Zauber dauern zu lange, ne? Shit. Was ist das hier? Der holt ja wahrscheinlich Hilfe. Wie hat er denn Energie? 30. Eine richtige Fernkampfwaffe haben wir hier nicht. Zauber dauern viel zu lange. Also dann machen wir es damit. Und hoffen mal. Scheiße, hat er nicht überlebt. Hat er überlebt. Okay, das hat nicht gut geklappt. Ihr zwei näher ran. Was geht hier vorne ab? Die haben Verstärkung. Ha! Folgt mir. Ah, jetzt wirst du natürlich angegriffen hier. Pfeffer dem mal einen rein. Hoffentlich wirst du nicht verwundet. Die sollen erstmal ein Stück näher kommen. Ja. Ah, der ist schon wieder nicht näher gegangen, hat direkt angegriffen. 3. Was ist um ihn geschehen? Auf dem bitte noch einen drauf. Ja. Yandra Aikara. Gute Entscheidung. Die Königin. Na klar. Rondra. Du gehst in Nahkampf, oder? 18, 19. Nee, nee, dann machst du noch mal einen Zauber. Du hast auch noch ordentlich. Sterb. Sprich, hey. Folgt mir. Jetzt wird's ernst. Candidus. Hätte ich die ihn aufgehalten, wären die dann alle auch trotzdem rausgekommen? Frage, ne? Hm. Ich mach das schon. Weil er ist ja direkt darüber gerannt. Vielleicht haben wir uns auch dem Lager zu sehr benähert und dadurch ist das passiert. Hinter mir bleiben. Ich hoffe, das hatte keine krassen Auswirkungen, dass wir hier umgebracht haben. Hexter Kochtopf, okay. Ich glaube, ich hätte sowieso hier hingemusst. Los, Amazone voraus. Aber vielleicht hätte man den noch auf andere Art und Weise kriegen können, dann schleichen wieder oder sowas. Aber mein Gott, jetzt haben wir sie umgehauen. Gut ist, ich hoffe mal, dass das nicht schlimm war. Deswegen quicksaven wir nochmal. Und ich mach weiter das geht's. Schon. Wo ist das Bäumlein? Saphira ist da. Hexenbaum ist noch ein Stück weit weg. Also war das gar nicht der Hexenbaum eben, wo wir näher dran waren, vor oben von diesem Hexentanzplatz. Feuerfliegen. Jede Menge Feuerfliegen. Okay. Aber das kleine Gedöns gibt uns sowieso noch kaum Erfahrungspunkte. Abenteuerpunkte natürlich. Reden wir mal mit Saphira. Warum ist aber auch recht nah davon? Nicht, dass der schon anfängt zu zählen, wenn wir bei ihr sind. Ich glaube, wir nehmen sicherheitshalber lieber mal den Hexenbaum erst. Oder? Zieht sich das? Das ist auf einer ganz anderen Seite des Flusses, glaube ich. Gehen wir mal zu Saphira. Zweiten Hexe, die wir helfen sollen. Labor, okay. Wo ist sie denn? Hexenhaus. Kommen wir da irgendwie hoch? Wie kommen wir in dieses Hexenhaus?
Jede Menge Krötenschäme. Kann man hier links hoch, ja. Ein Hexenbaum, der aber nicht angegriffen wird. Hallihallo. Wer schleicht sich da an eine alte Kräuterfrau heran? Tja, sie ist nicht alt aus, ne? Außer den Haaren. Ist von Schleiern umgeben. Ist wahrscheinlich Hexenmagie. Was macht ihr hier mitten im Dunkel des Waldes? Ich bin Kräuterfrau, immer auf der Suche nach den wahren Schätzen der Erdmutter Sumo. Du darfst mich Saphira nennen. Ihr gehört auch der Schwesternschaft der Hexen an, wenn ich nicht irre. Wo kann ich mehr von euresgleichen finden? Ich spüre, dass du mir und meinen Schwestern wohlgesonnen bist. Wagst du es aber, uns an die Diener des Sonnengottes zu verraten, soll der Fluch der Hexen über dich kommen. Oh, da wäre natürlich interessant, was das für ein Fluch ist. Jasmine, die Schweinehirtin, findest du am Rand des Waldes. Im Gutshof ist die Magd Mola eine von uns. Und natürlich Alvene, die durch die Wälder streift. Alvene und Jasmine haben wir schon. Uns fehlt aber noch die Gutswirtin. Ich will beweisen, dass ich euer Vertrauen würdig bin. Ihr Hexen müsst mir helfen, die magische Barriere an der Ruine zu überwinden. So, Vertrauen wünschst du. Du kannst natürlich etwas für mich tun. Ich habe meinen Kochtopf, ach sieh an, dem Koch des guten Dunkelfors geliehen. Doch der Narr hat ihn von den Sonnendienern abnehmen lassen, die den Topf in eines ihrer Lager geschleppt haben. Bring mir diesen Kessel wieder. Handelt es sich dabei zufällig um diesen Kochtopf? Mein Kessel, Rattenschwanz und Eulenpflaum, du hast ihn mir wahrlich zurückgebracht. Mein Dank ist dir sicher. Hier, nimm diesen Eulenschädel als Zeichen meines Vertrauens. Eulenschädel. Ich habe noch eine andere Aufgabe für dich, die du für mich erledigen könntest. Viel bieten kann ich dir nicht dafür, aber der eine oder andere Trank wird dabei sicher für dich herausspringen. Bist du interessiert? Immer noch. Erzähl mir erstmal, worum es überhaupt geht, aber mach schnell. Der dumme Koch auf Gut Dunkelforst soll eine Lektion erhalten, damit er lernt, besser mit dem Eigentum anderer umzugehen. Bring ihm diese Kräuter hier vorbei mit einem schönen Gruß von mir. Sag ihm, dies seien die Gewürze, deretwegen er mich schon seit Wochen schikaniert. Und mach dir keine Sorgen, es wird niemand dauerhaft zu Schaden kommen. Du willst das ganze Gutshaus vergiften? Eine harte Strafe. Aber nicht ganz ungerecht, wie ich finde. Also gut, ich werde den Auftrag annehmen, weil wir wollen die Abenteuerpunkte. Ich wusste, ich würde auf dich zählen können. Nimm diesen Beutel mit den Gewürzen und bring ihn den Koch. Aber sei auf der Hut. Er ist ein misstrauischer, mürrischer Mann und wird dir vielleicht nicht gleich auf Anhieb vertrauen. Ja, ich will noch was wissen. Wieso mögen die Diener Praxis Hexen eigentlich nicht? Ich habe denen manchmal das Gefühl, etwas höheren bestimmt zu sein, Saphira. Etwas hören? Du meinst so wie ein Elf zwischen den Baumwipfeln spazieren? Nun, in meiner Jugend war ich eine ausgezeichnete Besenfliegerin. Ich war eine ganz schöne Draufgängerin. Ach ja, die alten Zeiten. Da war noch alles gut. Komisch, eben konnte man was über Kräuter fragen. Das konnte ich aber wohl nur vorher. Sehr strange. Oh, eine verschlossene Truhe. Dürfen wir die einfach plündern? Ich nehme das mal an. Deswegen... Los geht's. Misslungen! Dann sollten wir dich mal boosten. Fingerfertigkeit erhöhen. Hast du irgendeine Behinderung? Nein, hast du nicht. Und du hast die Charisma-Bonus an. Nee, dann wollen wir die Handschuhe, weil die dir etwas Fingerfertigkeit noch geben. Aha, Fingerfertigkeit sauber beendet. Und damit sind wir auf plus 15. Plus 17. Versuchen wir es jetzt nochmal. Misslungen! Heide Witzka, was ist denn da drin? Ach so, hier, die Fingerscheiße ist noch aktiv. Ja, die hätte ich abwarten sollen, ne? Können wir hier rein? Das Hexenhaus? Nein, können wir nicht. Okay, einen versuchen wir noch. Ansonsten, Moment mal. Können wir Schlösserknacken noch was erhöhen? Schlösserknacken. Dankeschön. Jetzt aber.
Ja, geöffnet. Na also, Fex ist mit uns. Drachenblut. Sehr schön. Wo auch immer du das her hast. Gute Entscheidung. So, mitkommen. Weiter geht's. Eine Quest schon beendet, eine weitere dazu bekommen. Würde ich sagen, machen wir mal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.